Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 hier auf der Gemeinde Rabe. Ihr seht, wir werden heute zusammen Gülle fahren gehen, beziehungsweise schlitzen. Ich habe mir jetzt ein neues Fass erstmal gemietet. Mir war das Samsung-Fass eigentlich zu groß. Da um die Ecken zu kommen, war das ziemlich schwierig mit den drei Achsen. Daher haben wir jetzt dieses Fass erstmal. So, ich lasse den Motor schon mal laufen. Hier haben wir schon zwei Zubringerfässer. Der wird Coursplay soweit übernehmen. Die beiden sind schon voll. Die kommen mir gleich nach. So, und wir fahren jetzt schon mal vor zu dem ersten Feld. Dann wollen wir mal los. Noch den Sitz ein bisschen weiter zurück machen. So. Und los geht's. Ja, wir werden heute auf den zweiten Schnitt die Wiesen düngen. Erste Düngung machen in dem Sinne. Und ja, dann wollen wir mal anfangen. Haben wir ein bisschen was vor uns. Ich werde gleich noch ein bisschen Zeitraffer machen, so dass wir gut was schaffen, denke ich heute. Hier rechts rein, das schaffen wir noch knapp, aber das schaffen wir. Ja, das Güllefass hat auch eine Lenkachse, das ist halt viel wendiger, so dass wir eigentlich überall hinkommen und natürlich auch schneller und wendiger sind. Aber da muss er schon ganz schön ziehen, aber das kriegt er hin. Oder sind wir ja hier gleich auch schon auf der rechten Seite? Da werde ich euch jetzt gleich eben ein paar Bilder vom Ballenladen einblenden, beziehungsweise ein kleines Video. So, und das seht ihr genau jetzt. Viel Spaß damit! Whoa!
So, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ja, ich habe euch jetzt beim Ballenladen nicht mitgenommen. Ich finde, das kann man besser ohne machen, beziehungsweise wie Bäumchen. Ich werde das mit Sicherheit nochmal irgendwann mit euch machen. Aber jetzt erstmal hatte ich gedacht, mache ich das eben schnell ohne euch, da wir ja auch ein bisschen vorankommen wollen. So, stellen wir uns hier gleich mal im Coolsplay ein. Coolsplay. GPS natürlich, meine ich. So, dass wir hier auch nichts verschwenden. Automatische Breite, das glaube ich nicht. Mal eben zusammen schnell. Ich glaube nämlich nur 15 Meter, wenn ich das richtig habe. 15 Meter, danke. Also 14,93, 15,3. Das sieht doch gar nicht aus, gar nicht schlecht aus. Das brauchen wir anzeigen. Das brauchen wir nicht. Wir machen unseren eigenen Winkel. Ja. Wir auch nicht. Setzen wir hier mal Punkt A. Halten das Güllefass mal an. Und dann laden wir das mal runter. Und los geht's. Ja, das Gras steht eigentlich schon zu hoch, aber ich habe gedacht, wir düngen jetzt mal eben schnell einmal rein. Dann machen wir hier mal Punkt B. Dann haben wir unsere Reihe auch schon. Passt bloß das Maß noch nicht. Noch mal eben ins Menü und das auf 15 Meter wieder. So, jetzt sollte es passen. Ja. Mal zurück. Jetzt haben wir Offset noch drin, das muss natürlich auch raus. Brauchen wir nicht. Dann haben wir es gleich schon. Können wir schön mit GPS fahren. So. Aktivieren. Das wieder runter und los geht's. Kann man auch schön von innen machen. Das Fass ist nämlich schön übersichtlich. Hinten wieder ausheben. Mal neue Spur. GPS wieder aktivieren. Runterlassen. Und weiter geht's. Ja, ich habe die Kubikmeterzahl jetzt auf 22 eingestellt. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Für die erste Dünnung sollte das reichen. Ja, das Schöne an dem Fass ist auch der bewegliche Arm hier. Den werden wir gleich auch im Einsatz haben, wenn unser Zubringer gleich kommen sollte. Ich habe ihn gerade aktiviert, also von daher sollte er gleich kommen. Ausheben. Knapp werden. Mal lieber nochmal ein Stück zurück. Und hier wieder rein. Deaktivieren. Ablassen. Weiter geht's.
So, aber ich würde sagen, ich schmeiße euch mal eben in den Zeitraffer. Bis gleich. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Das erste Feld bzw. die erste Fläche fertig. Machen wir jetzt die zweite Fläche. Aber für dieses Video soll es das erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.
Bis dahin. Tschüss.